Das ist der Hash 3. Das ist Skull Candy. Mit dem Nachfolger des Hash 2 serviert euch das amerikanische Audiounternehmen, das vor allem für stylische Kopfhörer und In-Ears bekannt ist, ein grundsolides Over-Ear-Paket, das angesichts des Preises zwar im Mittelklasse-Markt mitmischen will, mit Blick auf die Leistung jedoch eigentlich darüber liegt. Hier die Specs. Auch wenn die zunächst klein wirkenden Ohrmuscheln nicht danach aussehen, der Hash 3 ist kein On-, sondern ein Over-Ear-Kopfhörer. Er umschließt damit euer Ohr vollständig. Ein Kabel wird nicht benötigt, verbunden wird über Bluetooth. Active Noise Cancelling findet ihr in dieser Preisklasse eher selten, Außengeräusche werden lediglich passiv über die dicken Ohrpolster abgeschirmt. Skull Candy verbaut zudem einen 40mm großen Lautsprechertreiber. Auffällig ist das niedrige Gewicht, lediglich 200 Gramm wiegt der Hash 3. Beim Tragen vergisst man den Hash 3 wirklich schnell. Er ist extrem leicht und liegt nicht schwer auf dem Kopf. Dennoch, an den Ohren wird es enger. Die Konkurrenz von Sony oder Bose bietet hier mehr Platz fürs Ohr. Ein Grund, weshalb der Hash 3 auch auf den ersten Blick nicht wie ein Over-Ear-Kopfhörer aussieht, sondern nach einem On-Ear. Nach einigen Stunden spürt man ihn dann schon an den Ohren. Bluetooth läuft stabil. Das Verbinden geht denkbar einfach. Am Hörer selbst habt ihr neben einer Plus- und Minustaste dazwischen einen Power-Button, der auch zum An- und Abnehmen von Anrufen genutzt wird und zum Pausieren und Abspielen von Tracks. Einschalten und 5 Sekunden lang gedrückt halten, das Gerät in den Bluetooth-Einstellungen eures Smartphones auswählen und verbinden. Schon genießt ihr im Bluetooth-fähigen Bereich eure Lieblingsmusik oder Filme. Wind- und Umgebungsgeräusche schirmt der Hash 3 trotz fehlendem Active Noise Cancelling sehr gut ab. Die dicken Ohrpolster verhindern auch passiv recht gut ein Eindringen von Außengeräuschen. Das Gehäuse ist darüber hinaus optisch sehr schlicht gehalten. Kein fettes Branding oder dicke Schriftzüge, das Skull Candy Logo muss man förmlich erahnen. Der Hash 3 bleibt unauffällig. Beim in die Hand nehmen wirkt er auf den ersten Griff gegebenenfalls etwas plastikhaft. Robust genug für den Alltag ja, jedoch für die Ewigkeit eher nicht. Das trifft es wohl ganz gut. Täuschen lassen darf man sich trotzdem nicht von der extrem leichten Bauweise. Aufgeladen wird über Micro-USB und das ziemlich zügig. Dank Schnellladefunktion gibt es in 5 Minuten rund 1,5 Stunden frischen Musikgenuss. Insgesamt hält der Hash 3 voll aufgeladen 22 Stunden durch. Ist der Akku erschöpft, erinnert uns der Assistent per Sprachhinweis, dass dieser zur Neige geht. Wer will oder muss, kann dank beiliegendem AUX-Kabel auch ohne Bluetooth-Musik hören. Wir haben den Hash 3 vor Ort mit dem Sony WH-1000X M2 verglichen. Der rund 180 teurere Kopfhörer bietet natürlich ein ausgewogeneres Klangbild, spielt den Hash 3 aber nicht so unter den Tisch, wie wir es vermutet haben. Im Bassbereich kommen sie sich dann tatsächlich näher als gedacht. Im Wechselspiel von Mitten und Höhen ist der Sony trotzdem etwas stärker. Außerdem punktet er natürlich durch Active Noise Cancelling, also durch besseres Abschirmen von Außengeräuschen, aber das wäre nun ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen. Der Hash 3 hat Bums und das nicht zu wenig. Heftige Bässe, allerdings nicht zu bollerig, sondern vielmehr im tiefen Bereich, was ihn meiner Meinung nach auch von den Beats abhebt. Wem beim klassischen Beat-Sound zu viele Mitten und Höhen verloren gehen, der sollte ein Ohr auf die Hash 3 riskieren. Sind zwar die Mitten auch noch nicht das Totschlagargument, klingen die Höhen deutlich heraus, was insgesamt ein hochwertiges und abgerundetes Klangbild abgibt. Mein Fazit lautet also, klanglich wirklich gut, besonders wer auf tiefe Bässe steht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, mit ca. 95 Euro ist der Hash 3 auch nicht zu teuer. Schlichtes Design, kein Vierlefanz und ein dezenter Logodruck. Absolut stabile Bluetooth-Verbindung und zudem eine kinderleichte Einrichtung. Skull Candy bietet den Hash 3 in verschiedenen Farben an, checkt den Link in der Infobox. Mit 200 Gramm ist er besonders leicht, was auf dem Kopf zu einer Entlastung führt. Die Schnellladefunktion schenkt euch an der Steckdose in 10 Minuten rund 4 Stunden Hörgenuss. 1A. Und ihr habt außerdem auch ohne Active Noise Cancelling eine sehr gute Schallisolierung. Negative Kritik gibt's für mich für die etwas zu engen Ohrmuscheln. Nach einigen Stunden Musikgenuss fängt's dann schon ein bisschen an zu drücken. Ein wenig enttäuscht darf man auch darüber sein, dass kein Case beiliegt. Keine Tasche oder ein Beutel, der Hash 3 landet also lose im Rucksack. Ich habe euch für so einen Fall mal ein universelles Kopfhörercase verlinkt. Für unter 100 Euro bekommt ihr insgesamt einen richtig guten Kopfhörer. Es muss also nicht immer Bose oder Sony sein, hier gibt's viel für weniger. Der Sound geht insgesamt wirklich mehr als in Ordnung und stellt mich für den Preis wirklich zufrieden.